Die schwarze Bohnenlaus, oder auch Rübenblattlaus genannt, besitzt ein breites Wirtspflanzenspektrum und befällt besonders Ackerbohnen und Zuckerrüben. Die Schadwirkung beruht auf dem direkten Saugschaden, Kräuseln der Blätter, Wuchshemmung sowie reduzierter Samenbildung. Ein Befall während der Blüte kann bei Ackerbohnen zu 50% Ertragsausfall führen. Durch ihre zuckerhaltigen Ausscheidungen, den sogenannten Honigtau, entsteht eine klebrige Blattoberfläche, auf der schwarze Rußtaupilze wachsen und die Photosynthese der Pflanzen reduzieren. Weiterhin gelten sie durch ihre Saugtätigkeit auch als Überträger verschiedener Viruskrankheiten. Die bis 3 mm großen Blattläuse sind mattschwarz bis dunkelgrün. Auf dem Hinterleib können helle Wachsflecken zu sehen sein. Auffällig sind die dunklen Hinterleibsröhren, die sogenannten Siphonen. Das Schwänzchen, die Cauda, ist dunkel und fingerförmig. Die Schenkel, besonders der Hinterbeine, sind dunkel, die Schienen hellbraun mit dunkler Spitze und die Fußglieder sind schwarz. Auch die Fühler erscheinen hell und werden zur Spitze dunkel gefärbt. Geflügelte Blattläuse tragen zur schnellen und flächendeckenden Besiedlung der Bestände bei. Durch die Hinterleibsröhrchen kann bei Gefahr ein klebriges Sekret ausgeschieden werden, das vor Fressfeinden schützen soll. Die schwarze Bohnenlaus gehört zu den wirtswechselnden Arten und überwintert im Eistadium an Sträuchern von Pfaffenhütchen und Schneeball. Aus dem Winterei schlüpft im Frühjahr die Stammmutter, auch Fundatrix genannt. Lebendgebärend werden die ersten Nachkommen abgesetzt, die wiederum mehrere Generationen von Blattläusen hervorbringen. Im April wechseln die geflügelten Blattläuse auf den Sommerwirt und bilden bis zum Herbst mehrere Generationen geflügelter und ungeflügelter Blattläuse. Dabei spielt die Jungfernzeugung, auch Parthenogenese genannt, eine besondere Rolle, wobei nur genetisch identische und weibliche Nachkommen erzeugt werden. Die aus dem Hinterleib abgesetzten Blattläuse beginnen sofort mit ihren saugenden Mundwerkzeugen das Pflanzengewebe zu durchdringen und den zuckerhaltigen Phloemsaft aufzunehmen. Innerhalb einer Woche ist ihre Jugendentwicklung abgeschlossen und weitere Nachkommen können erzeugt werden. Erst im Herbst mit abnehmender Tageslänge werden männliche und weibliche Geschlechtstiere gebildet, die den Winterwirt aufsuchen, um sich zu paaren und genetisch aufgefrischte Wintereier abzulegen. Aufgrund ihrer harten und schwarz glänzenden Eihülle können sie auch den kältesten Winter überstehen. Vorbeugend gegen einen Befall helfen früh ausgebrachte Strohmulchauflagen, die Landerate der Blattläuse zu reduzieren. Ebenso ist die Nützlingsförderung zum Beispiel über Blühstreifen oder durch Mischanbau von Leguminosen mit Getreide zu empfehlen. Blühende Wildkräuter locken insbesondere Schwebfliegen an, deren Larven wichtige Blattlausräuber sind. Die Förderung der Jugendentwicklung verhindert das Zusammentreffen der empfindlichen Blühphase mit der Massenentwicklung der Blattläuse. Eine gezielte Anpflanzung der Winterwirte, Pfaffenhütchen und Schneeball sollte in der Umgebung empfindlicher Kulturen möglichst vermieden werden. Im konventionellen Anbau von Ackerbohnen gilt ein Anteil von über 10% befallener Pflanzen als bekämpfungswürdig. Die Bestände sollten zudem ab Mai gezielt hinsichtlich des Blattlausbesatzes kontrolliert und Meldungen der Pflanzenschutzdienste berücksichtigt werden. Zur direkten Bekämpfung sollen nützlingsschonende naturstoffliche Pflanzenschutzmittel auf Basis von Kaliseife und Neem bevorzugt angewendet werden.